Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis 4 African Power mit dem Kongo. Ja, wir haben ja in den letzten paar Folgen ziemlich schnelle Expansion gestartet. Wir haben Ostafrika jetzt weitestgehend unter unserer Kontrolle. Wir haben die ganzen Gebiete von Kastilien und Portugal, die wir brauchen, erobert, jedenfalls soweit ich mich erinnere. Also so gut wie alle, die wir brauchten. Warte mal. Genau, das war Afrika. Das haben wir jetzt. Genau, das da unten haben wir auch. Hier unten haben wir alles erobert. Diese Inseln haben wir. Genau. Und das hier ist dann schon Asien. Genau. Und das haben wir auch. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier alles, was wir brauchen. Das Problem ist jetzt momentan, dass wir die Ottomanen alleine nicht besiegen können. Wahrscheinlich. Denn sie sind jetzt im Tech nicht hinten dran. Sie haben das gleiche Tech-Level wie wir. Und sie haben deutlich mehr Einheiten. Sie haben 190.000 oder so. Das heißt, die werden wir erstmal nicht besiegen können. Frankreich ist das Problem. Will momentan kein Bündnis mit uns, weil sie schon zwei Großmachtverbündete haben. Und zwar Dänemark und Neapel. Was ziemlich blöde ist. Ja, das Einzige, was wir jetzt darauf hoffen können erstmal, ist, dass irgendwann hier in näherer Zeit ein Krieg ausbricht zwischen den Ottomanen und Frankreich, beziehungsweise Ottomanen und Neapel, wodurch Frankreich da auch reingezogen wird. Und dass die sich dann da gegenseitig bashen und wir dann da möglichst eingreifen können, um, ja, um halt eben dann die Ottomanen hier ihr Land in Afrika abzuluxen. Das ist zumindest erstmal jetzt der Plan. Das Problem ist, dass wir in der Zwischenzeit leider Algerien nicht erobern können, weil die jetzt in der Koalition gegen uns sind. Ebenso wie Kastilien und Portugal. Und da müssten wir jedes Mal einen Riesenkrieg führen darum. Das ist ein bisschen blöde. Ich hoffe mal, wir können das jetzt erstmal umgehen. Momentan brauchen wir erstmal noch Ansprüche. Wir müssen auch noch Marokko integrieren, was sehr viel Diplo-Power kosten wird. Naja, wir werden sehen, wir werden sehen. Wir müssen auch noch hier Casablanca an Marokko verkaufen, was ich gerade sehe. Das können wir dann eigentlich gleich mal machen. Können wir mal den Diplomaten hier... Opala. Okay, okay. Mayafit hat uns als Rivalen bestimmt. Und Achi hat uns mal wieder Handelsembargo reingehauen. Ja, wir müssen Casablanca hier noch verkaufen an Marokko. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt hier in näherer Zeit machen können. Wir haben Anspruch auf Tajura verloren in Adal. Ja, Adal müssen wir noch annektieren. Das ist ein Protektorat von Jemen. Das können wir dann gleich in einem Abrutsch machen, denn da müssen wir nämlich auch noch diese Insel hier erobern. Ich bin gerade überlegen. Hier hinten haben wir doch noch Einheiten. Brauchen wir die für Revoltenrisiko? Ich glaube nicht. Von daher senden wir jetzt mal hier unsere Flotte hin und sammeln die mal ein. Nehmen die mit nach Ostafrika, machen damit dann mal Jemen kaputt. Ich glaube, dafür sollte eine Armee locker reichen. Jetzt habe ich die natürlich hier hingesetzt, hier hingesendet, um Ansprüche zu fingieren. Anstatt die Provinz an Ding zu verkaufen. Das war jetzt natürlich nicht so klug. Neuer. Okay, so. Jetzt haben wir hier die Armee mit. Obwohl, im Prinzip, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch 110 Jahre. Ich denke, sobald wir das erste Mal die Ottomanen wirklich besiegt haben, sollte das Ganze relativ schnell gehen. Wir müssen dann noch Fungi annektieren. Algerien und noch das hier. Das ist jetzt nicht mehr so krass viel. Algerien wird nochmal eklig, weil die natürlich da die Berber-Provinzen drauf haben. Was ziemlich blöde ist und was mir aufgefallen ist, was sie auf jeden Fall machen sollten, ist diese beiden hier zu machen. Ich habe in letzter Zeit mal ein paar neue Ideengruppen ausprobiert und mir ist aufgefallen, dass die administrativen Ideen vor allem in Kombination mit den Handelsideen ziemlich gut sind. Weil man dadurch auch sehr gute Politiken bekommt und vor allem, weil man 25% weniger Kosten hat, um Cores zu machen. Da jetzt Vasallen-Vieh-Taktik nicht mehr so gut ist, weil man dafür jetzt so viel Diplo-Power zahlen muss, ist das eigentlich auch eine... Jetzt habe ich hier aus Versehen gerade eben, glaube ich, falsche Taste gedrückt und meine Aufnahme ausgemacht. Auf jeden Fall ist hier gerade eine unserer Kolonien fertig gewesen. Deswegen starten wir hier jetzt direkt die neue. Die nächste ist ja auch schon gleich fertig. Pindinga. Sollte am Ende diesen Monats... Ah, okay, am nächsten. Ah, Verlangen nach Freiheit ist endlich weg. Sehr schön. Gott sei Dank, Herr. Das heißt, da sollte jetzt das Revoltenrisiko weitestgehend weg sein. In Pratna haben wir noch ein bisschen was. Pratna ist das hier. Naja, hoffen wir mal, dass wir da jetzt einfach keine Revolten bekommen. Wari haben wir eine...
Haben wir jetzt Kolonie angefangen. Pindinga ist fertig. Dann machen wir jetzt hier oben weiter. Send dich nach da oben. Ja. Später wird dann unser schöner Schriftzug hier über ganz Afrika gehen. Das wird toll. Aber ein bisschen wird es noch dauern. Dann können wir unsere Flotte trotzdem schon mal hier rüber senden. Die werden wir nämlich brauchen, sonst kommen wir da gar nicht zu der Insel. Eine Stabilität verlieren für 10 Prestige oder 500 Dukaten. Wir wollen keine Stabilität verlieren. Von daher zahlen wir halt das dicke Geld. Wir haben Kriegsfund gegen Jemen verloren. Das macht nichts. Was ich auch am überlegen bin, ist hier die Staatsehe mit Dings aufzukündigen. Mit Äthiopien, weil die bringt uns nicht wirklich was. Und kostet uns einen, und dadurch sind wir eins über dem Diplomatielimit. Allerdings würde uns das auch wieder Stabilität kosten. Das ist natürlich auch ein Problem. Tja, ja. Na gut, wir sind jetzt eine Adelsrepublik, das heißt, das wird relativ schnell weggehen. Was brauchen wir denn momentan an Punkten so? Admin Power, definitiv Admin Power. Dann gehen wir mal auf Admin Power. Okay, so, verkaufen wir schnell hier die eine Provinz hier an Marokko. Und dann, wenn wir den nächsten Anspruch hier auf Algerien machen. So, Casablanca verkauft. Das heißt, wir haben Marokko jetzt wieder komplett wieder aufgebaut, oder? Ich weiß nicht, hat das am Anfang zu Marokko gehört? Ich glaube nicht. Ich glaube, das gehört am Anfang auch zu Algerien. Bin mir jetzt aber gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Tja. Okay, gut, dann haben wir das schon mal erledigt. Ja, scary music hier im Hintergrund. Machtprojektion. Plus 60 eroberte Provinz von Kastilien. Das sieht natürlich sehr gut aus. So, wo ist meine Armee? Kommt die hier langsam mal an? Na, es dauert noch eine Weile, bis sie da ist. Kann auch nichts sagen. Wir müssen sowieso erstmal ein bisschen Manpower wieder auffrischen. Von daher ist das kein Problem. So, dann können wir jetzt mal hier auf höhere Geschwindigkeit schalten, denn momentan gerade können wir eh nichts machen. Aber prinzipiell möchte ich eigentlich jetzt eher ein bisschen langsamer spielen. Denn wir brauchen ja schließlich hier die Zeit, um das Ganze zu regeln, um hier Afrika zu erobern. Aber ich denke, wir können das durchaus noch schaffen. Da wir jetzt auch genug Punkte haben, können wir mal anfangen, hier großflächig Rüstkammern hinzusetzen. Und damit Manpower zu kriegen. Geld haben wir ja mehr als genug. So. Denn wir brauchen definitiv mehr Manpower. Wir haben nämlich zu wenig Manpower. Kammer 80.000. Weniger als unsere Armee groß ist. Reiche Ernte. Wir nehmen auf jeden Fall die Admin Power. Staatsehe mit den Mamelucken ist vorüber. Ja, die Mamelucken sind ja mein Vasalle, die wir zumindest geplant haben, wieder wieder groß zu machen. Mal gucken, ob wir das auch hinbekommen, aber ich denke schon. Frankreich hat einen neuen Kardinal. Das ist natürlich nicht so cool. Ich habe hier 825 in den einen investiert. Heftiger Shit. So, ja, Portugal hat Galizien den Krieg erklärt. Okay. Das Galizien wird gleich annektiert werden. Ja, komm, Frankreich. Nimm ein Bündnis jetzt mit mir an. Staatsehe. Ja, er will es einfach nicht, weil er halt schon zu viele Großmachtverbündete hat. Ich könnte mein Bündnis mit Neapel aufkündigen. Stattdessen ein Bündnis mit Frankreich machen. Ist halt die Frage, ob sich das wirklich lohnt. Können wir danach wieder eins mit Neapel machen? Wahrscheinlich. Ich denke mal, es ist auf jeden Fall wert, das zu probieren. Was haben wir hier? Gouverneur in Australien. Ja, das passt schon so. Ja, wenn wir hier das Bündnis ganz kurz auflösen. Er wird immer noch ein Bündnis mit mir annehmen und Frankreich jetzt auch. Gucken wir mal. Okay, unsere Rüstkammern sind fertig. So. Korrupte Vizekönige. Inflation, ja, immer so viel Inflation. Wir haben doch schon so viel, Mensch. So, machen wir Bündnis mit Frankreich. Und dann nehmen wir ja das Bündnisangebot von Neapel an. So. Ah, tricky dicky. Jetzt sind wir wieder mit beiden verbündet. Optimalst, würde ich sagen. Verbessern wir hier mit beiden die Beziehungen. Ganz vielen Provinzen hier läuft die raue Behandlung aus. Da haben wir jetzt auch überall hier Revolten. Von daher machen wir da wieder überall raue Behandlung an. Denn wir wollen hier keine Revolten. Definitiv nicht.
So, Armee, bist du da? Ja. Okay, das heißt, wir können hier jetzt den Krieg starten. Was ist hier los? Was ist das hier für ein Krieg? Ottomanen, Rückeroberung von Fayum. Ottomanen haben uns den Krieg erklärt. Oh. Oh, 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 oh. Frankreich, Aragorn und Co. sind gejoint. Kastilien ist aus der Koalition gegen uns raus. Das war das, was mir gerade angezeigt worden ist. Okay, das wird jetzt heftig. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Wir haben noch keine Manpower. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Vor allem, weil wir hier natürlich überhaupt keine Truppen an der Grenze haben. Wo sind denn unsere anderen Armeen noch? Hier unten haben wir noch 15.000. Das war's dann eigentlich auch schon. Senden wir die mal alle hier nach oben. Fayum werden wir angegriffen von den Ottomanen. Und unsere Armee wird ziemlich übelst platt gemacht. Hauen wir hier mal ab. Hoffen wir, dass wir mit unserer zweiten Armee hier rechtzeitig kommen. Offensivideen haben wir leider nicht. Voll auf jeden Fall. Ja, wir haben sie zwar, wir haben sie noch nicht voll. Ja, das ist ein Problem. Hoffen wir, dass Frankreich das rausreißen kann. Ich denke aber schon. Ich denke, dass da Frankreich doch durchaus was reißen kann. Er schickt hier irgendwie seine Truppen in den Norden. Ach, Dänemark ist auch in dem Krieg dabei. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Okay, nehmen wir auf jeden Fall mal unsere Flotte und blockieren hier den Golf von Suez. Kann, denke ich mal, auf jeden Fall nicht schaden. Das ist zwar unsere eine Kolonie hier hinten, ne? Pindinga, ja. Ja, machen wir einfach mal hier Manpower. Manpower brauchen wir nämlich gerade wirklich sehr, sehr dringend. Da kommen schon die nächsten 38.000 Freunde hier an. Alter, was da hat der viele Einheiten hier. Heftig. 80.000 wird er uns gleich angreifen. Nicht cool. Definitiv nicht cool. Und wir haben hier keine Verteidigungsprovinz. Keine Verteidigungsprovinzen. Er hat hier allerdings gerade super viel Einheiten verloren. Dadurch, dass er hier draufgelaufen ist. 55% Verlustquoten. So, er greift mich in Béjar an. Wir laufen da auch mal drauf. Aber es wird nur eine Weile dauern, bis wir da sind. Ja, zu langsam. Tja, was machen wir da jetzt? So, was hat er hier für ein General? 4-4er General. Wir haben 2-6er und 3-5er General. Ich denke... Oh, Alter, was da alles an Einheiten ankommt. Guckt's euch an, Herr. What the heck? Einfach nur. What the heck? 182.000. Wir haben gerade mal 66.000, nur noch. Und haben hier die ganze Zeit Verlustquoten, weil wir hier dumm rumstehen mit unseren 56.000. Das ist ein großes Problem, großes Problem. Der wird uns gleich hier mit allen seinen Einheiten angreifen. Ich sehe es schon kommen. Und ich kann nichts machen. Wenn ich jetzt weglaufe, verliere ich nur noch mehr Einheiten. Von daher bleibe ich jetzt einfach mal stehen. Versuche zu kämpfen. Tja, gleich ist er da mit seinen 150.000. Heftiger Shit. 5% Verlustquoten hat er hier. Und kriegt trotzdem noch Einheiten dazu. Durch Reinforcement. Krasse Scheiße, ja. Ja, diese Schlacht werden wir ganz sicher nicht gewinnen. Wir haben überhaupt Glück, wenn unsere Armee überlebt. Sie hat überlebt. Ja, Handelskompanien sind fertig, einige. Tja, also das ist jetzt ein sehr, sehr großes Problemchen. Hier auf der Westfront kämpfen unsere Verbündeten. Ihr hier kämpft gegen wen? Sachsen und Co. Warum kämpft ihr nicht gegen die Ottomanen? Ihr müsst gegen die Ottomanen kämpfen, alles andere bringt hier nicht viel. Die werden jetzt nämlich hier runterkommen und mich belagern. Das ist sehr, sehr unschön. Wir können hier auf jeden Fall mal, denke ich, hier ganz kurz, ups, einen Söldner ausheben. Mit dem hier mal überall verbrannte Erde draufsetzen. Ja, das war nur eingeborenen Aufstand. Ich habe gerade schon gedacht. Ich habe gerade schon wieder Angst gekriegt. Ja, machen wir hier Admin Tech. Könnte eine neue Idee wählen, aber momentan haben wir dafür definitiv keine Punkte. Immerhin geben wir eben hier ein bisschen Kriegsmüdigkeit durch die Blockade. Das ist ganz gut. So, ihr haut mal weiter hier Richtung Süden ab, sonst werdet ihr gleich gekillt und da habe ich keinen Bock drauf. Wenn er tatsächlich herkommt und mich belagert, werde ich hier verbrannte Erde draufsetzen. Soll er von mir aus das hier oben belagern, das ist dann halt Pech. Kann man dann nichts machen. Wir können jetzt auf jeden Fall erstmal vergessen, hier weiter zu kämpfen.
können ja mal unsere ganzen Einheiten zusammenfügen lassen. So, wir haben jetzt noch eine Armee hier zusammenfügen. Müssen wir erstmal unsere Manpower wieder auffüllen. Ihr könnt dann mal... Ne, ihr sollt eigentlich hier lang laufen. So, und dann... Hier, nein. So. Und dann nach da. So, bis sie da ankommen, sollten wir wieder einiges an Manpower haben. So, Ottomanen. 217.000 her. Jetzt heben die noch mehr Einheiten aus. Ist ja krank. Einfach nur krank. Wie viele Einheiten hat Frankreich? 165.000. Ja, aber die Ottomanen haben keine Manpower. Haben nur noch 5.000 Manpower. Das ist natürlich gut. Dadurch, dass es auch nur ein Reconquest ist, kriegt er auch nicht seine dreifache Manpower, die er normalerweise kriegt. Das ist ganz gut. Und sobald der Franzose hier das fertig hat, kann er da hoffentlich mal was gegen den Ottomaner sich machen. Das Problem ist nur, dass... doch, er kommt durch. Okay, gut. Gott sei Dank. Oh, hier sind 135 Schiffe. Wie sind die denn jetzt hierher gekommen? Sind die jetzt hier einmal außen rumgefahren, wirklich? Sehr heftig. Ja, der Ottomane macht uns hier auf kompletter Front platt. Gott sei Dank habe ich gerade noch das Bündnis mit Frankreich gemacht. Sonst wären wir totally fucked jetzt einfach nur. So geht es noch halbwegs. So, Suakin belagert er uns. Tja ja. Das ist sehr uncool. Wir haben jetzt hier quasi fast unsere komplette Flotte und unsere komplette Armee verloren. 38.000 Mann haben wir noch. Problem ist auch, dass wir da jetzt natürlich gerade nicht auf voller Stärke gewesen sind. Weil wir ja davor schon Kriege hatten und keine Manpower und gar nichts. Ist halt wirklich sehr, sehr unschön. Ja, der Automat kriegt momentan Manpower dazu. Das ist natürlich sehr unschön. Ja. Mal schauen. So, sie sind jetzt hier oben am Kämpfen mit Frankreich. Mal gucken, wie das hier ausgeht. Der Franzose das für sich entscheiden kann. Er hat keinen OP-General. Er hat gar keinen General hier drin, sehe ich gerade. Und er scheint hier auch die Schlacht zu verlieren. Nein, Franzose! Was tust du? Darfst nicht verlieren. Okay, er gewinnt doch. Gott sei Dank, Herr. Gott sei Dank. Dadurch, dass er natürlich auch bessere Einheiten hat, weil hier die Ottomanen nur ottomanische Einheiten haben, ist das natürlich ganz gut. Hier rücken jetzt auch schon neue Einheiten nach. Also ich habe hier Hoffnung, dass der Ottomane auf der Westfront gewinnt. Der Franzose und der Neapel-Mensch hier auf der Westfront gewinnt. Ja, sehr schön. Haben sie einen 20er-Stack ausgelöscht. Dann haben sie den nächsten 20er-Stack ausgelöscht. Go, Frankreich! Go, Frankreich! Sagt man nicht oft, aber in dem Fall schon. Go, Frankreich! Go, Frankreich! Macht die Ottomanen kaputt. Oh Gott, da kommen die ganzen ottomanischen Einheiten an. Und das Problem ist, dass der Frankreich hier auf keiner seiner Armeen seinen OP-General hat. Der steht nämlich wahrscheinlich hier oben, ja. Sein 5-5er steht da oben rum und die haben jetzt hier nur einen so einen Crappy-General von Neapel. Das ist ein Problem. Und jetzt sind die hier gleich außerdem hier abgetrennt. Sehr, sehr uncool. Wo ist unsere Armee? Auf dem Weg. Damit wir hier mal weiterkämpfen können. Hier hat auch schon Marokko schon ein paar Sachen belagert. Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Wir verlieren Prestige. Wir haben noch sehr, sehr wenig Prestige. Durch die ganzen Schlachten, die wir gerade eben verloren haben. Komm schon, du musst ein Reinforcement hinsenden, Frankreich. Ja, das ist jetzt zu langsam gewesen. Das ist jetzt zu spät. Die kommen nicht mehr rechtzeitig. Oh doch, sie kommen sogar noch rechtzeitig. Aber da müsste er jetzt wirklich alle seine Einheiten reinsenden. Nicht nur die Hälfte hier. Das bringt nicht viel. So, mehr Reinforcement. Go, Frankreich. Mach sie fertig. Stark. Ja, sehr schön. Die Ottomanen haben schon 50.000 Mann verloren. Franzosen allerdings auch. Aber Franzosen haben halt auch noch 200.000 Manpower, während der Ottomane gar keinen Manpower mehr hat. Das heißt, wahrscheinlich wird der Franzose auf Dauer gewinnen, was sehr schön ist. Hier haben wir wieder eine Kolonie abgeschlossen. Ah, dann machen wir mit der hier weiter. Auf geht's, nach oben. So, hier kommt meine Flotte, meine Armee, hier zusammen mit der ottomanischen Flotte. Cool. Hier ist jetzt leider der Aragonese auch am Belagern, das ist ein bisschen unschön. Aber macht jetzt auch nicht so viel.
So, Portugal, wie sieht das aus? Gehst du irgendwann mal aus der Koalition gegen mich raus? Plus 11 aggressive Expansion. Da sollte er ja eigentlich rausgehen. Prinzipiell. Warum läufst du denn jetzt hier falsch? Ich habe dir doch extra den Weg gegeben, bei dem du keine Verluste hast. Veräppel mich nicht, Spiel. Warum haben wir gerade Armee-Tradition verloren? Achso, das war jetzt ein Event. Stimmt. Aha, stimmt. Ganz vergessen schon wieder. Teilweise drücke ich die Events einfach so automatisch weg. Aber der Ottoman steht hier mit 45.000 Mann nur blöde rum. Habe ich nichts dagegen. Kann er gerne tun. Auf welcher Provinz hier haben wir einen Anspruch? Gafsa und Djerba. Hoffen wir mal, dass wir noch rechtzeitig kommen, um die hier Belagerung von Gafsa uns zu snacken von Aragorn. Ich denke, das schaffen wir noch rechtzeitig. Vorausgesetzt, der Ottomane kommt da nicht und macht uns fertig. Aber so wie es aussieht, macht der Franzose hier alles kaputt. Das sieht doch sehr schön aus. Problem ist halt, dass wir das Kriegsziel nicht haben. Das ist natürlich schlecht. Neapel ist uns auch wieder herzlich gesinnt. Sehr schön. Ja, wir wollen auf jeden Fall hier die Ottomanen wieder vergrößern. Aber momentan gibt er uns hier noch gar nichts. Das ist echt teuer. Zählt leider nicht mehr als Übersee. Das ist halt eben hier jetzt so das Problem. Ja, das Problem ist halt, dass jetzt seit dem letzten Patch ja, dass hier nicht mehr als Übersee zählt für den Ottomanen, weil das alles landmäßig verbunden ist. Das ist halt ein bisschen doof. Weil es bedeutet, dass wir sehr, sehr viele Punkte, sehr, sehr viele Kriegspunkte für den ganzen Mist investieren müssen. Was wir auf jeden Fall noch versuchen werden, ist hier, denke ich, Dumyat und Kairo zu fordern für den Mamelucken. Dann ist nämlich der Ottomane wenigstens schon mal von dem Rest hier abgeblockt. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Frankreich brach das Bündnis mit uns. What? Ach, nicht schon wieder, Mensch. Kann nicht wahr sein, einfach nur. Kann nicht wahr sein. Kann einfach nicht wahr sein. Warum? Warum, 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 warum ist die Banane krumm und der Franzose hält sich nie an unsere Abmachungen? Kann nicht wahr sein. Jetzt haben wir wieder minus 200 Beziehungen.